Jetzt ist rum. Wer zum Teufel bist du? Schiramia! Alarm! Du Mistkerl! Nix Alarm. Oh, du bist immer noch meine scharfe Frau. Bist du verletzt? Hunters Abzeichen. Es hat die Kugel abgefangen. Komm, wie ein Schwein. Das, du Mist. Keine Bewegung. Da fehlt ein Pock für den Schlag. Achtung, Steuereinheit beschädigt. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Ihr Spackgott. Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Mordabschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Hören Sie noch weiter diesen Quatsch. Wir hätten Münze verlieren oder noch Transpeditionen. Hast du das gehört, Atjom? Jetzt kriegen wir Nachrichten von überall. Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend, kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt und von denen 8.357 der Spezialwache angehören, die mit Zusatzmitteln und zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal. Passt. 5.000 Leute. Ihr müsst abhauen. Arbeiten daran, Moskau zu verstecken. Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Danke. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Ach, da vorne an der Seite. Hierher, schnell! Auf geht's! Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann Warum ich ohne Probleme dort. Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Was ist Sei los? Vorsichtig! Hey! 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 Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Ach, die Lichtanzeige an der Uhr, das ist das, was da oben drauf ist. Ich habe nur 9 Schuss. Ja, klar. Und diese kann einfach so hereinspaziert, ja? Ein Hubschrauber hat sie gebracht und ist dann abgehauen. Na klar. Agent Hexer und Zentrale. Natürlich geben sie von mir. Mein Toten! Sie sind fein! Du! Das ist der Arme einen Toten! Es geht los! Ich bin hier Deckung! Der Fall ist auf hinter den Kisten! Yeah.
Und das! Einer weniger. So, wir machen mal ein bisschen Licht weg. Vorsicht, da sind noch welche. Nein! Wenn ich jetzt wegen dieser scheiß Maske sterbe, ne? Die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ich erstelle die Stellung, Achtung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschienen. Achtung, der Angriff ist weiter vorne. Wir können das Feind auf der Stelle zu bleiben. Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Wo wieder ein Headshot. Auf den Turm kommen sie anscheinend durch Magie. Ah, nee, doch nicht. Ich weiß, dass man den Helm auch reparieren kann irgendwie. Ich glaube, auch mit G ausbessern. Waffe tauschen müssen wir nicht. Also habe ich wenigstens ein paar Filter mitgenommen. Gut, dass die Tür so schön markiert war. Ja, ich arbeite dran. Muss ich jetzt eine andere Maske finden, um die zu reparieren? Ah, ich weiß auch nicht. Und ich glaube, das ist dieselbe Waffe, die ich gerade habe, aber mit einer Mod drauf. Nämlich mit einem Schalldämpfer vorne. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grunde müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich, der Verteidigungsrat. Sie denken wirklich, dass die Leute, die aus dem Umland kommen, Spione sind. Wurfmesser. Die Lok ist hier. Geh mit Terry runter. Überprüf den Grab, jawohl. Atium, wir haben hier Mack. Ganz bestimmt. Wir müssen näher ran. Ich kann mich nur nicht erinnern, Mann. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Atium, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Hinter dem Tor war was zu hören, sag ich dir. Draußen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außentor, also können das nur Telepathen sein. Was, wenn es die Angreifer sind? Dann hatten die Telepathen gerade eine schöne Mahlzeit. Wenn du das sagst, dann haben wir Zeit, wenn die Fälle hier.
Da muss ich immer jemanden töten. Lagebericht. Was zum Teufel ist das? Das muss ich der Entstand. Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt, wie viele Wachen haben Sie denn? 4. Upsala. Ja, weil ich die Lampe kurz anhatte. Das ist Kacke. Das war nämlich so nicht gedacht. Ich wollte eigentlich hier so durchkommen. Ich glaube, ich hänge in der Leiche fest. Okay, das Licht kann ich nicht ausschalten. Zeigst du dich noch dahin? Das war, glaube ich, der Kopf. Kam da einer runtergeklettert gerade? Ihr könnt so gut sehen, besser als ich. Ich bin von der anderen Seite auch beschossen. War der. Ich habe ihn unter Beschuss. Auf ihn! Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Das ist aber hier ein ziemlicher Dauerzustand von mir. Die Wachen werden uns nicht gehen lassen. Wir müssen uns also zuerst um sie kümmern. Okay. Junger Mann, wir finden das Vorwachen. Wir müssen erledigt werden. Da komme ich nicht durch. Hm.
Mal ist absichtlich schon das Licht. Ach, da unten ist er. Alles klar. Entschuldigung. Er war anscheinend wirklich die Treppe runtergelaufen, während ich hochgelaufen bin. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Unten hat der Wache gesagt, dass die Drehscheibe unten kaputt ist. Schnaps hier! Von unten kommt keiner gerade, oder? Einer, glaube ich, um die linke Ecke. Na los, Artyom, schalt die Drehscheibe ein. Also jetzt hat man noch genug Munition. Aber ich denke mal nicht, dass das permanent so sein wird. Aua! Guter Waffensound. Upsala. Das war eigentlich nicht mein Plan, Anna. Das hatte ich nicht vor. Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu erreichen. Aber es fiel. Oh, Entschuldigung. Ich bin einfach weggelaufen, Frau. Ah, da ist der Handbetrieb. Lass uns das gemeinsam machen. Wie wir bei unserer Eheschließung versprochen haben uns gegenseitig. Wenn es ein Rad zu drehen gibt, werden wir dieses Rad gemeinsam drehen. Fährt er gerade ohne mich los? Ja. Kommt her, schnell! Sie wollen das Vorhaben, ihr Hunde! Setzt die Masken auf! Die Dichtungen könnten beschädigt sein! Wir haben es geschafft! Ja! Oh oh! Zugführer betrifft. Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten!
ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna! Was zum Teufel? Jung! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf uns geschossen, Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann die Klappe Frauen, halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier, wer dann? Also gut, Spartaner, werft die da über Bord und dann voll dann vor. Aber mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Hammer. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Jetzt fahren wir zum ersten Mal raus. Das hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Das wird der Kriegszug sein, oder? Verdammt! Wir haben uns eingeholt! Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich mal eine Panzerung. Und Sie möchten die... Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und... Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay, wir halten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Jermak, bremse ab. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiterbremsen. Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also? Wie wäre das mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsam sind. Boah, das wird was, ey. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie doch, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Russen machen Russensachen. Draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendentour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort.
Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ihr kommt näher. Einer 13 in Bereitschaft. Ich muss mich dran vorbeischleichen. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Haltet noch ein bisschen durch, Leute. Zeit zu gehen. Komm, gib Gas. Ich muss mich rüber. Anna, bist du nicht in der Nähe, mich festzuhalten mal? Warte! Duke, ich nehme auch mit dir. Lieb. So viel zu eurem Kriegszug. Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Was denn jetzt? Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Ja, Miller. Aber du bist schuld.